Hallihallo, wir sind Chrisley, wir sind gerade auf unserer Polaroids Album Release Tour und spielen heute im Z-Bau in Nürnberg und freuen uns, euch gleich ein Interview mit All Schools zu zeigen. Viel Spaß damit. Ihr seid ja gerade auf eurer Polaroids Tour und gestern hattet ihr eine Hometown Show in Karlsruhe. Ist es denn für euch ein Unterschied, zu Hause zu spielen oder? Fühlt ihr euch da irgendwie anders? Und wenn ja, wie? Also tatsächlich ist es ein Unterschied, ob du zu Hause spielst oder in einer fremden Stadt. Und gestern war eine ganz besondere Show, weil wir dort vor Freunden gespielt haben. Das heißt, wir haben alle unsere Freunde eingeladen. Und es war dann sehr familiär und ein sehr, sehr schöner Abend. Wir haben dann auch ein bisschen Pizza bestellt und so weiter. Und es war dann so ein bisschen wie so ein Geburtstag irgendwie. Und dann hat man halt noch ein Konzert gespielt und sich dann von seinen engen Freunden das Feedback abgeholt. Das ist dann schon anders als in einer fremden Stadt, wo dann wirklich nur Fans da sind. Also es ist schon ein Unterschied. Also waren da wirklich nur Leute da, die ihr kanntet? Ja, tatsächlich. Außer fünf exklusive Tickets gab es, genau. Es waren fünf exklusive Tickets, genau. Die haben dann auch noch kommen dürfen. Das ist sehr cool. Und was gab es so für ein Feedback? Also bisher sehr, sehr gut. Also grundsätzlich sind wir, ja, möchtest du? Also bisher sehr, sehr gut. Von manchen ist vielleicht nicht sicher, ob sie noch was wissen davon, von gestern. Aber ansonsten hat es ziemlich vielen Leuten gefallen, oder allen, würde ich behaupten. Also es war eine sehr geile Stimmung. Jeder hat jeden Scheiß mitgemacht. Auch wenn du die Leute kennst, denkst du einfach, ich wette mit dir, die machen das nicht mit. Mhm. Aber sie haben mitgemacht. Und irgendwie jeder ging mit einem Lächeln im Gesicht, inklusive uns. Ja. Das ist doch schön. Aber es ist echt eine coole Idee, das wusste ich gar nicht, dass da wirklich nur Freunde von euch da waren. Das ist echt eigentlich cool. Nur, also wir haben also, ja, halt und dann der Rest haben wir gesagt, weil auf diesem einen Rutsch ist halt Karlsruhe nicht dabei gewesen, als großes Öffentliches. Deswegen haben wir gesagt, komm, laden wir alle ein. Und wir haben die Freunde dann wirklich auch in unseren intimsten Raum reingelassen, in unseren Proberaum. Das heißt, das ist wirklich der Ort, wo auch alles entsteht und das ist dann, da will man auch nicht jeden reinlassen, weil das sind natürlich auch viele persönliche Dinge. Insofern, es war schon eine ganz eigene Stimmung, so, war aber sehr, sehr schön, finde ich. Mhm. Okay, und es ist ja jetzt euer zweites Album und ich habe mich gefragt, gab es denn bei dem ersten Album, als ihr das aufgenommen habt, gab es da irgendwie einen Moment, wo ihr dachtet, oh mein Gott, das machen wir nie wieder so und was ihr jetzt praktisch anders gemacht habt oder irgendwie gab es da irgendwas? Also ich denke, das kann man eigentlich gar nicht sagen, weil jedes Album hat ja einen anderen Entstehungsprozess irgendwie und andere Umstände, wie es dazu kommt und eine andere Zeit und ja. Also von dem her kann man eigentlich nicht sagen, dass man irgendwie sagen würde, man würde das nicht mehr machen beim nächsten Mal, weil es ist halt wieder komplett was Neues. Ja. Okay. Ich würde auch sagen, dass das erste Album sogar ein bisschen entspannter war aus dem Grund, weil man ja normalerweise, wenn man das erste Album schreibt, die Songs schon viel früher geschrieben hat. Das heißt, die entstehen in der ganz frühen Phase. Das zweite Album ist dann wirklich, man hat gerade was released und fängt dann an, das neue Album zu schreiben. Das ist in einem kürzeren Zeitraum und dementsprechend auch ein bisschen mehr Druck dahinter. Ich würde eher sagen, das zweite Album war für uns herausfordernder. Ja. Deswegen auch der Tourname, How to Fuck Up. Ja. Weil ihr das eigentlich schon getan habt, während ihr das aufgenommen habt. Kaum knapp 3 Monaten haben wir dieses Ding halt geschrieben, aufgenommen, in 3 verschiedenen Studios und gemastert und bla bla bla, alles dann fertig gemacht, auch die Artwork selbst gemacht. Das wollte ich sowieso auch noch fragen, gut, dass du es erwähnst, wo und wie ihr das überhaupt aufgenommen habt, weil ich habe da irgendwie überhaupt keine Info dazu gefunden. Aufgenommen haben wir das in 3 verschiedenen Studios. Die Drums haben wir aufgenommen bei unserem Produzenten direkt, beim Flo Novak. Die Vox, also die Gesungenen, haben wir aufgenommen in Bruchsal im Indicative Studio. Und die Gitarren und die Shouts haben wir quasi bei unserem alten Gitarrist aufgenommen, beim Flo Riesbeck, der auch mit als Co-Produzent die Songs mit arrangiert hat. Und insofern, das haben wir so ein bisschen parallel gestalten müssen, weil es einfach auf dem großen Zeitdruck halt relativ. Berlin, Bruchsal, Pfalz. Genau. Das magische Dreieck. Wer kennt es nicht? Genau. Magischer Kreis. Wie damals Giovanni Elber, Bobic und wer war das noch? Kiriakow, genau. Ja.
Was man da auch noch dazu sagen kann, ist einfach, dass dadurch, dass wir das in drei Studios aufgenommen haben, hat keiner eigentlich wirklich die Songs gehört, ja, bis wirklich alles fertig war. Also es war für jeden so ein bisschen auch ein Blindflug. Ja. Wie wird das Album? Wir haben nicht ganz gewusst, so passt nachher alles zusammen, weil nicht jeder war überall bei den anderen dabei, ging auch gar nicht zeitig. Und deswegen war das so wirklich auch eine große Überraschung für uns, wie das Album dann nachher wird. Also wir wussten, dass es geile Songs werden, als wir diese roughen Dinge hatten. Aber wie es sich dann zum Schluss, dann, ja. Also es war eine Herausforderung und spannend zugleich für alle. Also sowas habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ihr lebt voll auf Risiko, oder? Hat sich doch gelohnt, also würde ich mal behaupten. Nee, also es war tatsächlich nicht so, dass es ein Risiko in dem Sinne gab. Wir haben natürlich schon sehr, sehr eng koordiniert. Also das war wahrscheinlich der große Unterschied zum ersten Album. Das erste Album haben wir in einem Studio aufgenommen. Da gab es dann diese klassische Reihenfolge, dass man mit den Gitarren anfängt, dann irgendwie Schlagzeug, Bass und am Schluss die Vocals. Und dieses Mal war es so, dass wir die Vocals gleichzeitig aufgenommen haben in Absprache, wo wer welche Parts hat. Das heißt, wir haben es nie zusammengehört, wussten aber natürlich, was wann kommt und wie lange das dauert und so weiter. Also das musste man schon ganz klar kommunizieren. Das war auch so eine gewisse Herausforderung, war aber cool und wir haben es dann irgendwie auch geschafft. Ja, man merkt. Ja, hat sich natürlich schon abgesprochen, wie welche Richtung, wie die Stimmung natürlich sein soll bei einem Song. Also irgendwie ist es, weil du kannst halt auch so ein Fuck you singen oder ein Fuck you. Die Betonung macht es halt auch. Stimmt. Und genauso wie du auch aggressiv Gitarre spielen kannst oder auch Bass oder Schlagzeug. Also es war schon vorher schon klar, welche Richtung das geht. Ja, aber das halt ist mir auch klar. Irgendwie ungewiss, weil halt ja alles sehr eng gesteckt und ja, okay. Drei verschiedene Orte. Aber sehr interessant. Und jetzt, das war jetzt die ganze Recording-Geschichte und mich würde nochmal interessieren, also ich meine, ich habe ja das Album gehört und ich weiß, worum es geht so grob, aber erzählt doch einfach nochmal den Leuten, die es aber vielleicht noch nicht kennen, welche Themen ihr so behandelt habt und was euch inspiriert hat. Also bei diesem Album haben wir gesagt, wir würden gerne Momente aus dem Leben beschreiben, die in irgendeiner Form wichtig sind. Deshalb auch dieser Titel Polaroids, weil in der Regel macht man Polaroids nicht so wie bei der Digitalkamera, dass man 10 Bilder macht und dann sucht man das Beste raus. Bei der Polaroid-Kamera ist ja dieser Charme, den man hat, dass man einmal draufdrückt und das, was rauskommt, ist das Ergebnis. Das ist ja natürlich auch ein bisschen mit Kosten verbunden. Will jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber wir haben gesagt, wir wollen eben Momente aus dem Leben beschreiben, die in irgendeiner Form prägend oder wichtig sind. Und da haben wir eigentlich für jeden Song so ein eigenes Thema gefunden. Manche sind ein bisschen fröhlicher, manche sind ein bisschen düsterer, manche sind auch sehr schön und das ist so die Thematik des Ganzen. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt ein generelles Thema, wir haben einfach gesagt, wichtige Ereignisse im Leben irgendwie beschreiben und ja. Okay. Ihr bezeichnet ja eure Musikrichtung so als Heavy Pop-Punk. Und mich würde mal interessieren, wie kam es denn dazu? Also habt ihr euch einfach zusammengesetzt und gedacht, oh, wir passen nicht da rein oder wart ihr einfach nur betrunken? Oder beides. Eigentlich jeder hat einen anderen musikalischen Background von uns, also in ganz verschiedene Richtungen. Also bei mir war es halt Pop-Punk, bei Kevin war es halt schon die sehr härtere Deathcore. Ja, Metalcore, Deathcore. Metalcore. Ja. Jeder kam irgendwie aus verschiedenen Richtungen und haben wir gesagt, ey, wir machen jetzt einfach die Mucke, die uns eigentlich selbst immer gefallen hat. Deswegen hat es vielleicht auch diesen 2000er-Charme. Und da die Melodien an sich eigentlich doch eher Pop-Punk-lastig sind, aber doch der Rest dann eher härter, haben wir gedacht, ja, Heavy, Pop-Punk. Macht Sinn. Ja, man muss dann nicht irgendwie einen Riesenbegriff erfinden, den sich dann auch keiner merken kann. Ja. Und ich denke, mit Heavy Pop-Punk weiß man dann auch schon, in welche Richtung das geht. Mhm. Ja, und bei uns war es auch so, dass wir uns eigentlich nie wirklich in eine Schublade stecken konnten und auch nicht wollten. Wir haben immer gesagt, wir machen so. Wir lassen uns nicht in eine Schublade stecken. Ja, wir haben gesagt, wir machen einfach unser Ding und haben dann gemerkt, dass es wahrscheinlich noch am ehesten mit Heavy Pop-Punk zu beschreiben ist. Also man könnte es auch mit Post-Hardcore beschreiben, aber wir finden, dass Heavy Pop-Punk das ganz gut auf den Kopf trifft. Das stimmt allerdings. Ich habe da nämlich auch schon mal drüber nachgedacht, aber sind halt doch mehr Pop-Punk-Elemente drin als im Post-Hardcore zum Beispiel. Ja, also, ist ja, halt irgendwie so. Melodiegänge und so und diese, ich sag mal immer diese Jump-Parts oder diese typischen Elemente sind da halt drin, aber halt auch dann wieder halt vom Post-Hardcore. Mhm. Ja. Generell auch die gute Laune vom Pop-Punk. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch die gute Laune, die wir halt versuchen zu verbreiten auf der Bühne. Die Stimmung, die wir rüberbringen wollen, ist ja fröhlich und gut gelaunt und so sieht's aus. Also so keiner ohne einem Lächeln vom Konzert gehen.
Ich beobachte die Leute heute. Ob die alle lächelnd rausgehen. Also ihr seid ja ganz schön viele Leute in der Band. Also insgesamt 6 Leute, wenn alle gesund sein sollten mal. Gibt es denn da öfter mal Stress bei euch? Oder wie ist es mit den Songarrangements? Seid ihr euch da immer gleich einig? Nö. Also Stress extrem selten. Und dann ist es aber auch meistens ruckzuck geklärt. Und ich denke, bei Musik war man eigentlich schon immer, es gab eigentlich nie, noch nie Stress wegen dem Arrangement. Ja, das sehe ich auch so. Also bei der Musik sind wir uns sehr einig. Ja. Wie der Zick schon gesagt hat, hat jeder von uns andere Hintergründe, aber das ist uns in dem Fall egal. Wir machen unser Ding mit Chrisley und es passt. Und ich glaube, was das Thema Stress angeht, das ist wie in jeder guten Familie, da knallt es mal, aber man hat sich dann immer noch auch, man hat einen Zusammenhalt, man ist füreinander da und dann ist das auch schnell aus der Welt geschafft. Und so sehe ich das Ganze. Also wir sind, glaube ich, sehr, sehr eng miteinander verbunden. Jeder gute alle. Motor braucht ein bisschen Reibung. Das war eine schöne Metapher. Ja, und meine letzte Frage eigentlich. Ich habe gelesen, dass ihr ziemlich viel selbst macht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, praktisch euren Merch irgendwie viel selbst designt. Und bei Videodrehs zum Beispiel selbst Regie führt. Macht ihr das immer noch alles selbst oder wollt ihr da mal was abgeben? Also ist euch das eigentlich zu viel Arbeit? Also ich frage mich immer, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Wir haben schon, also wir haben alles selbst gemacht. Wir haben jetzt aber das aktuelle Video zum Beispiel drehen lassen von Daniel Bries. Hallo Daniel, falls du das siehst. Knorker Typ. Diesmal haben wir gesagt, okay, lassen wir dieses Video noch so machen. Das Video davor, Till Sunrise, haben wir auch, also Samu hat es mitgedreht, aber wir haben Hilfe von einem Freund dazu, der auch Videos dreht, noch dazu genommen. Dieses Mal, weil mittlerweile ist halt recht schwierig, also ja, das eben auch zeitlich hinzubekommen. Sehe ich auch so. Also früher haben wir eigentlich alles DIY gemacht, mittlerweile geben wir so das ein oder andere ab. Versuchen natürlich immer die Zügel noch in der Hand zu behalten und auch der kreative Input kommt schon natürlich also, von uns, also ganz klar. Zum Beispiel auch die Albumproduktion, da ist jetzt auch ein Teil von Flo, der ja immer noch Mitglied ist, aber halt ein stilles Mitglied. Ein Teil noch vorhin gemacht, aber dann haben wir gesagt, es ist alles so krass viel in kurzer Zeit. Dann haben wir dann doch jemand anders noch dazugeholt, wobei halt auch mit Flo Novak ein alter Bekannter dabei ist. Also es hat schon noch diesen Drive noch. Ja, also ganz können wir es halt nicht lassen, das wollen wir auch nicht. Ist ja unser Baby. Das glaube ich, das ist dann schwerste, was abzugeben. Ne? Ja. Okay, ich habe doch noch eine letzte Frage. Also jetzt wirklich eine letzte. Und zwar, was steht denn so dieses Jahr noch bei euch an? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben jetzt natürlich die Tour noch. Die geht jetzt noch bis diesen Samstag. Wir werden jetzt heute Nürnberg spielen, morgen München, Freitag Leipzig, Samstag Berlin, der Tourabschluss. Und dann geht es auch schon relativ schnell Richtung Festivalsaison. Wir haben nur noch 1-2 Shows im Zuge dazwischen eben. Aber dann geht es Richtung Festivalsaison. Da freuen wir uns drauf. Festivals machen uns immer extrem viel Spaß. Weil einfach draußen, Sonne, Bier, das ist so unser... Und unser kurze Hosen, ne? Artgerechte Haltung, kann man sagen, wenn man vom Bär sprechen will. Freilauf. Genau. Ja, auf jeden Fall. Selten das, alles, was so Spaß macht. Ja, genau. Also Festivalsaison auf jeden Fall ein großes Highlight für uns. Und dann schauen wir mal, was dann kommt. Wir wissen es ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja, Songwriting natürlich noch. Haben wir auch schon ein bisschen wieder angefangen. Ja, das Übliche halt. Den Motor am Laufen halten.